Herzlich willkommen in der Villa Martha. Wir machen heute einen wunderschönen frischen Spinat. Und zwar machen wir einen Rahmspinat daraus, schön kräftig mit Muskat, Knoblauch, Zwiebeln, Sahne, Butter, wunderbar, herzhaft. Den machen wir heute für die Studenten unter uns oder für auch allgemein, wenn man keinen frischen Spinat hat, was jahreszeitenabhängig ist und nicht überall kriegt man frischen Spinat. Tiefkühlspinat langt wunderbar, geht auch ohne Probleme. Einfach auftauen lassen, abtropfen lassen, damit der wenig Wasser hat. Und dann ist es auch wunderbar machbar. Zunächst nehmen wir die Zwiebeln und schneiden die in feine Würfelchen, welche wir dann etwas Butter anschwitzen sodass diese wunderbar die Aroma entfalten können, anfangen durchzugaren und wunderbar glasig werden. Den Knoblauch, den schneiden wir ebenfalls in ganz feine Stückchen, kann man wunderbar auch durch eine Knoblauchpresse geben oder mit der Reibe reiben. Das ist auch wunderbar machbar. Geben jetzt schon etwas Muskatnuss hinzu, damit sich die Aromen ebenfalls schön entfalten können, wenn sie auf die heiße Pfanne treffen. Etwas Zucker, eine Prise Salz jetzt und geben den gewaschenen Spinat hinein. Schön knackig, herrlich. So, und wie Sie sehen, selbst ein Koch ist dagegen nicht gefeit. Die Zwiebeln, die verlieren Senföle. Die Senföle machen eigentlich das Tränen, das mysteriöse Tränen in den Augen zuständig, sind dafür zuständig. Und indem sie die Senföle steigen bei der Hitze aus, ätherische Öle sind das, treten nach oben, belagern die Schleimhäute, reizen die Rezeptoren und dementsprechend fängt man an zu weinen. Das hängt einfach vom Senfölgehalt der Zwiebel an und ab und dementsprechend. Sie sehen, selbst ich kriege Tränen. Nachdem dies nun ein wenig runtergefallen ist, der Spinat verliert an Volumen, wird weich, geben wir nun einen kleinen Schluck Sahne hinzu. Lassen das Ganze schön kräftig aufköcheln. Die Sahne etwas reduzieren lassen. Salzen das Ganze anschließend final. Spinat kann kräftig Salz und kräftig Pfeffer ab. Wunderbar. Wenn die Sahne so richtig schön einreduziert ist und nur noch ein wenig vorhanden ist, geben wir den Ganzen wunderbar, so wie er ist, mit den Schalotten, mit den Zwiebeln, mit dem Knoblauch, mit der Sahne hinauf. Wunderbar. Gerne etwas Sud hin drüber geben. Schön schwimmt. Ganz zum Schluss mit etwas Muskatnuss final drüber reiben. Und wunderbar, auch schön herrlich zu Fisch, zu was Kräftigen auch machbar. Aber zum leichten Fisch im Sommer ein wunderbares Gemüse, reicht als Erziehungsbeilage. Wunderbar. Guten Appetit.